Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem April-Taroskop, April 2024. Schauen wir uns, was er für euch bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video, wie immer bei mir, eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Was kommt auf euch zu? Wie darf sich, oh la la, es wird wild durcheinander. Alle Karten fallen mir aus der Hand. Was kommt auf euch zu? Wie möchte sich der April gestalten? Auf was ist zu achten? Was aber eventuell am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Der April für die Fische. Schwindel. Schwindel, Schwindelanfälle bzw. eine Situation, die euch Schwindel bereitet. Wie im Karussell höre ich, die Begebenheiten schnell, sie flitzen. Manch ein Fisch kann gar nicht mehr wirklich hinterherkommen. Sie sagen, bei einigen geht es drunter und drüber. Es gibt viel zu tun. Ist nicht unbedingt negativ. Es ist jetzt die Zeit zu handeln, es ist jetzt die Zeit zu agieren. Wohlgemerkt agieren, nicht reagieren. Ausschlaggebend für euch ist die 11. Vielleicht der 11. April. Oder die Zahl 11 an sich. Sie sagen am 19. April, liebe Fische, gibt es eine Begebenheit, wo irgendetwas abgesegnet wird, beziehungsweise für euch ein Segen ist. Etwas beschließt sich, erschließt sich, kommt zum Abschluss. Wir hatten bis jetzt nur eine Themenkarte. Ja, hier, schaut her. Es geht rasant voran. Überlege dir, zu was oder zu wem kannst du dankend Nein sagen? Im Sinne, was? Von was? Von wem möchtest du dich verabschieden? Von was? Von wem wird es Zeit, sich zu verabschieden? Das Feuer brodelt. Es bedeutet, dass etwas, was unterschwellig ständig dich in vielleicht Alarmbereitschaft hält, dich nervös macht, dich ärgert. Es wird Zeit, dem endlich, ja, wie kann ich das sagen? Dem endlich das Wort zu entsagen, die Kündigung zu schreiben, den Abschied zu vollziehen, aufzuräumen, zu putzen. Also, ihr seht, all diese Schlagwörter, die durchkommen, sind eben für die verschiedenen Situationen bei euch Fischen, ja, die schlichtweg, sie sagen, definitiv genauer angeschaut werden wollen. Denn das steht euch auch im Wege zur Wahrnehmung des großen Ganzen, zur Wahrnehmung, zur Expansion bezüglich eurer Spiritualität. Ihr werdet einen Ruf erhören im April. Dieser Ruf ist durch eine
Sie sagen meist, also das heißt, muss nicht sein, unbedingt durch eine weibliche Energie ertönt dieser. Achtet bitte auf eure Füße, auf eure Beine, auf den unteren Bewegungsapparat. Sie sagen, du kannst sehr viel hochholen, was tief verborgen ist. Du kannst sogar im April ein für alle Mal etwas verabschieden, etwas heilen, was deine gesamte Ahnenlinie betrifft. Achte auch auf deine Augen. Manche Fische werden erstaunt sein eines Morgens, wenn sie in den Spiegel schauen oder untertags und bemerken, dass ihre Augen plötzlich verschiedene Farben haben. Ausschlaggebend für dich, lieber Fisch, ist ein grüner Edelstein und ein roter Edelstein. Algen, sehr, sehr ausschlaggebend. Algen, ein Thema. Schauen wir uns die Hauptenergie an für dich. Vor allem sagen sie, bei 5 Fischen, die hier zuschauen, geht es um einen Menschen, der immer wieder seinen eigenen Bullshit bei euch ablädt. Auch dort werdet ihr ganz klar Konsequenzen ziehen, beziehungsweise ganz kleinen Schlussstrich ziehen. Hier wieder mal bei euch, es geht um das Bewusstsein. 18., 19., 20. April, Explosion des Bewusstseins, der Wahrnehmung. Schaut genau hin, integriert das, was ihr erkennen dürft, denn es wird in euch eine kleine Revolution entfachen. Und eben, ihr kommt in die Handlung. Auch gut möglich, dass ihr am 20. definitiv einen Termin verpasst, weil ihr ihn vergesst, weil ihr verschlaft. Bitte an diesem Tag 5 Erinnerungen ins Handy eintippen oder 5-mal den Wecker stellen, um 20 Uhr. Des 1. oder 15. Aprils kommt eine Nachricht, in den Medien, ganz egal, welche Medien ihr konsumiert, diese Nachricht bitte tief durchatmen und mit Samthandschuhen anfassen im übertragenen Sinne. Es ist fake. Okay. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, einem Feuerzeichen, insbesondere einem Schützen oder einem Widder verhelfen, klar zu sehen, was die eigene Sache angeht, also nicht die eure, sondern die des Gegenübers. Dann geht es darum, fließende Stoffe zu benutzen, fließende Farben und generell alles, was fließt, genauer anzuschauen, ist auf euch zu übertragen. Ein Emblem ausschlaggebend und die Frage ist, müsst ihr Teil einer Gruppe sein? Wenn ja, warum? Habt ihr euch das schon einmal gefragt? Einer Gruppe, einer Meinung, einer Orientierung, einer Richtung?
frage dich, warum du Teil dessen bist. Die Antwort wird dich überraschen, sofern du ehrlich zu dir selbst bist. Gehen wir mehr ins Detail, lieber Fisch. Der April für den Fisch. Ulala, ja, schau da mal her. Also, definitiv ein Feuerzeichen, welches euch, denke ich, Widder, Löwe, Schütze, welches euch, denke ich, so irritiert, dass dieses Feuerzeichen genau das Gegenteil erhält und in euch entfacht, was eigentlich ja beabsichtigt war. Nämlich, ihr schafft es, ganz klar hindurchzusehen und ein für alle Mal ein Machtwort zu sprechen. Die innere Balance? Lustig, nicht? Jemand versucht euch eventuell zu ärgern und der Schuss geht nach hinten los. Wie genial ist das denn? Dann schaffst du es definitiv in Ödland Fruchtbarkeit zu bringen. Was dieses Ödland ist, lieber Fisch, ist für einen jeden komplett verschieden. Etwas Energetisches in deinem Background ist immer da, doch ward nie von dir gesehen. Auch dort, 19. April, gut möglich, Input von einem Luftzeichen, insbesondere Wassermann oder Waage. Die Medusa, ein Thema. Rote Farbe. Vor allem die der Leidenschaft, die der Liebe, die eines Füllfederhalters. Ihr unterschreibt etwas. Das, was ihr unterschreibt, ist einzig und allein eure Angelegenheit. Wir machen weiter im Extended, liebe Fische. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns. Ciao.